Digitale Osterwerkstatt. Fotoeier, yeah! Ihr braucht dazu ausgeblasene Eier, Bindfaden zur Befestigung, flüssigen Bastelkleber, Toilettenpapier, eine Schere und einen Schwamm. Und was ihr noch braucht? Deine Lieblingsfotos oder Bilder aus dem Laserdrucker, etwa 3 bis 4 cm gespiegelt. Und so wird's gemacht. Bestreich das Papier und zwar seine Motivseite mit dem Klebstoff. Drück das Bild nun vorsichtig auf die Schale. Achte darauf, dass das Papier kaum Falten wirft. Streicht solche im Zweifel etwas mit den Fingern aus. Wischt überflüssigen Klebstoff mit etwas Klopapier ab. 2 bis 3 Stunden trocknen lassen. Habt dabei ruhig etwas Geduld. Und danach kann's losgehen. Befeuchtet den Schwamm und mit diesem dann das Papier. Nun rubbelt es ganz sanft vom Ei. Ihr könnt das mit dem Schwamm oder mit den Fingern machen. Passt so oder so auf, dass ihr nicht zu doll rubbelt. Sonst schrubbt ihr noch das Motiv ab. Seid nicht frustriert, denn Übung macht den Meister. Zum Schluss nach dem Trocknen nochmal mit Kleber bestreichen. Wer mag, kann die Eier nun auch noch verzieren. Viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss!